Bei strahlendem Sonnenschein hatten heute Studierende der Universität Duisburg-Essen die Möglichkeit, mit Unternehmensvertretern verschiedenster Branchen ins Gespräch zu kommen. Außerdem konnten Kontakte geknüpft werden, um sich den Übergang vom Studium ins Berufsleben zu erleichtern. Eins der 34 Unternehmen, die an der Jobmesse in der Universität Duisburg-Essen teilgenommen haben, war ASI. ASI bedeutet Anderssein durch Ideen und ist eine Wirtschaftsberatung für gehobene Privatkunden mit Geschäftsstellen in über 30 Städten Deutschlands. Wir sind heute hier auf der Messe, weil wir Coaching und Bewerbungsbombenchecks und Seminare anbieten, um den Berufsstarter, gerade den Akademiker, der meist ein bisschen unsicher ist, es einfacher in den Job zu führen. Und später sind wir dann gerne auch nochmal ansprechbar. Partner für all die Themen, die dann noch weiter auf der Wand stehen, also Versicherung, Geldanlage, Immobilien. Das heißt, wir wollen unsere Kunden rundum betreuen. Neben dem informierenden Part nennt uns Frau Reinicke allerdings noch weitere Gründe für ihr Auftreten auf der heutigen Messe. Auf der einen Seite suchen wir selber Wirtschaftsberater, also das heißt junge Akademiker, die Spaß an der Beratung haben, die bei uns tätig sein wollen. Und auf der anderen Seite wollen wir uns natürlich unser Programm Bewerbungsmappenchecks und so den Studenten näher bringen und bieten eben beides an. Um aus einem Bewerbungsverfahren erfolgreich hervorgehen zu können, sollte einiges beachtet werden. Tipps, die ASI den Studierenden mit auf den Weg geben, sind folgende. Bewerber sollten vor allem ein gutes Profil mitbringen, dass sie selber wissen, was sie können. Weil viele Personaler beschweren sich immer darüber, dass im Endeffekt der Bewerber heute nicht mehr weiß, was er kann. Ja, wenn ich sie frage und sage, was ist denn was Besonderes in ihrem Lebenslauf, welche Praktika haben sie gemacht, dann kommt meistens wenig. Ne? Oder wenn ich sage, was haben sie denn eigentlich im Praktikum gemacht, müssen die Leute erstmal überlegen. Wenn sie sich aber vorher ein paar Gedanken machen und sagen, so in meinem Praktikum habe ich das und das und das gemacht und das hat mir besonders gut gefallen, dann werden sie interessant für den Personaler, weil ich weniger Arbeit habe, mich mit ihnen zu beschäftigen, weniger Fragen stellen muss, sondern sie bereiten mir ihr Leben auf dem Silbertablett vor und darum geht es eigentlich. Mit einem Silbertablett wurde heute auch den Studenten eine Vielzahl von Unternehmen serviert, das viele Vorteile mit sich bringt. Also ich denke, es ist ganz schön, dass man die Leute erstmal persönlich auf einer etwas lockeren Ebene kennenlernt, anstatt dann wirklich in einem Bewerbungsgespräch, wo alles schon sehr formell ist und offiziell. Deswegen ja, es ist hier ganz schön, auf einer entspannten Basis erstmal anzufangen und sich ja, über die Jobs überhaupt erstmal zu informieren. Ja, ich würde sagen, es ist einfach unheimlich produktiv im Austausch, weil der Austausch direkt stattfindet und nicht erst über den langen Bewerbungsweg. Die Teilnahme an Veranstaltungen wie der Jobmesse sollte demnach nicht von Studierenden unterschätzt werden. Für die ist es ein sehr einfacher Zugang, einen Kontakt zu den Unternehmen zu bekommen. Und gerade mit einem BWL-Studium, worauf halt die Messe spezialisiert ist, stehen ja viele Möglichkeiten einem offen. Und so kann man an einem Tag viele Unternehmen kennenlernen und sich einen guten Überblick über die Karriereperspektiven verschaffen. Und wie sieht es mittlerweile bei ASI aus? Konnten sich die Aussteller auch von den Studierenden einen guten Überblick verschaffen? Und wie schätzen die Mitarbeiter des Wirtschaftsberatungsunternehmens den heutigen Tag ein? Spannend. Also wir haben viele interessante Leute kennengelernt, Leute, die bei uns als Berater arbeiten wollen, aber auch genauso Studenten, die an unserem Coaching, unserem Seminarangebot interessiert sind, sodass wir sagen können, wir sind trotz des schönen Wetters sehr zufrieden. Das klingt nach einem erfolgreichen Tag. Nachdem die Vorteile, die eine Jobmesse für Studierende mit sich bringt, auf der Hand liegen, interessiert uns auch, was für ein Gewinn für die Unternehmen dabei rausspringt. Die Vorteile für uns sind, dass wir die Bewerber von vornherein schon kennenlernen. Wir sehen, wie dieser Mensch sich gibt, weil ein Blatt Papier ist immer sehr geduldig. Und man kann, wenn die Leute ihre Unterlagen schicken, schon den einen oder anderen identifizieren. Man sieht auch, dass die meisten im Anschreiben reinschreiben, ich habe Frau Reinicke auf der Messe kennengelernt und man hat einen ganz anderen Bezug. Sowohl für Studierende als auch für Unternehmen haben Veranstaltungen wie die Jobmesse der Universität Duisburg-Essen viele Vorteile. Interessante Gespräche, Informationen und vielleicht sogar der zukünftige Beruf können hier gefunden werden.